Der Titel dieses Videos ist natürlich ein bisschen überspitzt, denn wenn es darauf ankommt, könnte ich auf jeden Fall ohne alle diese Dinge leben. Aber natürlich gibt es einige Sachen in meinem Leben, die ich nicht mehr missen möchte und diese möchte ich heute einmal vorstellen. Unter anderem sind es Apps auf dem Handy, Bücher, aber auch kleine Dinge in meinem Zimmer, die ich sehr gerne in meinem Leben habe. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos und jetzt mal viel Spaß bei dem heutigen Video. Die erste Sache ist meine wöchentliche Sonntagsroutine bei Google Sheets und vielleicht kennst du da auch schon meine Tabelle, denn ich habe da mehrere Spalten gemacht für die jeweiligen Wochen in meinem Leben. Und ich habe zu dieser ganzen Routine auch schon mal ein komplettes Video gemacht, falls du das angucken möchtest. Aber diese Tabelle an sich ist einfach eine Tabelle, in der ich Dinge eintragen kann, die mir die Woche so passiert ist, beziehungsweise um einfach diese Woche dort zu reflektieren. Unter anderem schreibe ich dort jeden Sonntag auf, was mir gut gelungen ist, was mir nicht so gut gelungen ist, wie ich meine ganzen Gewohnheiten durchgezogen habe, wie ich meine ganze Zeit verbracht habe und was ich nächste Woche besser machen kann. Falls du schon einige Videos mit mir geguckt hast, hast du sicherlich mitbekommen, dass ich eine sehr strukturierte und organisierte Person bin und mir hilft wirklich diese Sonntagsroutine immer sehr, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen in das ganze Planungssystem und Organisationssystem in meinem Leben, ja. Und auch wenn ich einer Sache mal nicht so gut bin und dann daraus lerne, kann ich immer diese, ja, Learnings aufschreiben in der Tabelle. Und es hilft mir einfach sehr, über mein Leben nachzudenken und nicht die gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen, beziehungsweise auch aus meinen alten Fehlern dementsprechend dann zu lernen und dort die Weisheiten aus dem Leben mitzunehmen. Die zweite Sache, ohne die ich nicht mehr leben könnte, ist mein Schul-Shortcut auf meinem Handy. Und das ist einfach so ein Shortcut, den ich mir runtergeladen habe oder ja erstellt habe, um immer ganz schnell Zugriff zu haben auf meine Schulwebseite. Also der Shortcut sieht auf meinem Homebildschirm aus wie eine ganz normale App und wenn ich raufklicke, komme ich automatisch zu der Schulwebseite. Und diese Shortcuts kannst du ganz einfach erstellen, indem du auf eine Webseite raufgehst und unten auf Teilen klickst und hast du mehrere Optionen und unter anderem hast du da auch die Funktion zum Homebildschirm hinzufügen und wenn du das drückst, ist es einfach auf deinem Homebildschirm wie eine ganz normale App zu sehen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum hast du das denn auf dem Homebildschirm, warum brauchst du das so oft, guckst du dir das irgendwie jeden Tag an? Und die Antwort ist ja, ich gucke mir das jeden Tag an, weil wir eine Art Webportal haben für unsere Schule und dort immer der Vertretungsplan ist und andere Aufgaben sind, meine Noten immer zu sehen sind und da einfach alle neuesten Updates zu meinem Unterricht sind. Und diese ganzen News und Neuigkeiten sollte ich mir schon auf jeden Fall öfter mal angucken, deswegen habe ich das so abgespeichert auf meinem Handy. Die dritte Sache, ohne die ich nicht mehr leben könnte, ist die Pomodoro-Technik. Und ich denke, falls du schon einige meiner Videos kennst, solltest du diese Technik bestimmt auch schon kennen, denn ich rede über diese Methode wirklich oft. Denn die Pomodoro-Technik ist eine Technik, mit der du besser lernen und arbeiten kannst. Und zwar funktioniert sie wie folgt. Du arbeitest 25 Minuten, machst 5 Minuten Pause, arbeitest wieder 25 Minuten und machst dann wieder 5 Minuten Pause. Und das Ganze machst du zweimal, bis du eine längere Pause machst. Natürlich gibt es auch noch andere Varianten, wie du das Ganze machst, mit zum Beispiel 15 Minuten arbeiten, 20 Minuten Pause und so weiter. Also da ist es wirklich ganz individuell und du kannst dir einfach aussuchen, was für dich am besten passt. Aber am wichtigsten ist halt einfach diese Abwechslung zwischen Arbeiten und Pause, beziehungsweise einfach das Integrieren von Pausen in einer Lernsession oder in einem Workflow, sage ich mal. Die nächste Sache, ohne die ich persönlich nicht mehr leben könnte, ist dieses Buch hier. Und in diesem Buch geht es einfach um Antworten, beziehungsweise ich würde eher sagen um Reaktionen, wie Buddha oder Buddhisten, beziehungsweise Buddhistinnen, auf bestimmte Ereignisse im Leben reagieren würden. Und vielleicht habt ihr es sogar schon bemerkt, aber ich habe auch an meinem Vision Board einige buddhistische Sprüche hängen. Bei mir stehen sogar zwei Buddha in meinem Zimmer und ich habe auch ein buddhistisches Armband und so weiter und so weiter. Mir persönlich hilft diese buddhistische Lehre einfach sehr und ich schätze diese Lehre und diese Ansicht von Dingen und diese Philosophie dahinter einfach sehr doll. Und hier sind wirklich ganz alltägliche Dinge drin, wie zum Beispiel, was würde Buddha machen, wenn ihm langweilig ist? Was würde er machen, wenn er sauer ist? Was würde er machen, um pünktlich zu sein? Was würde er machen, wenn er müde ist, während er Bücher liest? Was würde er machen? Und das Ganze ist für mich wie so ein kleiner persönlicher Ratgeber und Lebensratgeber. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Und immer, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich irgendwie Probleme in meinem Leben, dann schlage ich hier nach, was Buddha bzw. BuddhistInnen in die Situation machen würden. Und es hilft mir immer sehr, nochmal einen anderen Blickwinkel aufs Leben zu haben und das Ganze durch andere Augen zu betrachten. Und ich mag diese Philosophie dahinter einfach sehr. Ich verlinke euch das Buch sehr gerne mal in der Infobox, falls euch das auch interessiert. Die nächste Sache, ohne die ich nicht mehr leben könnte, ist meine Time-Tracking-App. Ich habe die App Now Then Pro, aber es gibt auch ganz viele andere Apps, die deine Zeit tracken könnten. Also das ist jetzt nur die Empfehlung, die ich euch geben kann und ich persönlich halt einfach benutze. Und diese App trackt meine Zeit. Also sie trackt, was ich immer so mache. Und am Ende der Woche gucke ich mir immer an, wie ich meine Zeit verbracht habe und was ich dann noch verändern könnte, verbessern könnte. Ich kann mir vorstellen, dass viele Personen Time-Tracking bestimmt übertrieben finden und vielleicht so ein bisschen obsessiv, ist es ein Wort? Okay, es gibt das Wort obsessiv sogar.
Okay, gut. Ja, genau, das meinte ich auch. Aber mir hat es einfach sehr in meinem alltäglichen Leben geholfen zu gucken, wo kann ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinstecken und wo sollte ich vielleicht ein bisschen weniger Zeit eher reinstecken. Meine beste Freundin macht es zum Beispiel so, dass sie nur unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Zeitpunkten Time-Tracking macht. Beispielsweise wäre es eine Möglichkeit zu sagen, ich mache immer Time-Tracking, wenn ich eine neue Routine in meinem Leben integriere, um dann zu gucken, wie viel Zeit ich für die brauche. Oder man könnte sagen, wenn ich im Urlaub bin, mache ich Time-Tracking, um zu gucken, wie ich damit Zeit verbringe, wenn es einfach Veränderungen in deinem Leben gibt, grob gesagt. Falls ihr jetzt meinen Kanal schon ein bisschen länger kennt, dann habt ihr die nächste Sache auf jeden Fall schon einmal mindestens gehört. Und zwar ist die nächste Sache Notion. Notion ist ein All-in-One-Workspace und einfach die App, mit der ich einfach gefühlt alles in meinem Leben plane und organisiere. Guckt euch am besten mal dieses Video an, falls euch dafür mehr Details interessiert. Aber insgesamt kann ich nur sagen, dass ich damit wirklich alles in meinem Leben irgendwie plane und organisiere und dort alles drin ist, was mein Kopf nicht alleine behalten kann. So. Das Gute bei Notion ist, finde ich, dass man wirklich alles da drin machen kann und ich jetzt nicht verschiedene Apps habe für Habit-Tracker, für To-Do-Listen, für Long-Term-Planning, sondern ich habe wirklich alles einfach in einem Platz. Es synchronisiert auf mein Laptop, auf mein Handy und überall und ja, ich habe immer Zugriff auf alle Sachen, die ich gerne haben und sehen möchte. Ich kann heute wirklich nicht reden, ich habe heute irgendein Problem. Es tut mir leid. Die nächste Sache ist meine Lichterkette hier links neben meinem Bett. Es ist zwar nur so eine kleine Sache in meinem Leben, die aber eine ziemlich große Auswirkung hat, würde ich sagen. Denn ich werde abends bzw. nachmittags immer sehr schnell müde, gerade jetzt so im Winter oder Herbst vielleicht sogar noch, da es ja immer so schnell dunkel wird. Und ja, dann habe ich mir keinen Bock mehr irgendwas zu machen und möchte mich nur ins Bett legen und schlafen, weil es ja immer schon so dunkel ist. Und ich mache mein Deckenlicht, also meine Lampe mache ich irgendwie nie an, weil ich finde, dass das Licht einfach zu stark ist und ich mag es nicht, wenn es mich so extrem blendet. Ich sitze gerade vor einer Softbox, die mich sehr blendet, aber ja, so viel dazu. Und auf jeden Fall hilft mir die Lichterkette einfach sehr, mich gemütlich zu fühlen, aber dabei mich nicht irgendwie total überfordert zu fühlen, weil das Licht so richtig stark auf mich blendet. Ich kann es verstehen, wenn es jetzt für euch vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, wenn ich sage, dass ich ohne das nicht mehr leben könnte. Aber ich kann sagen, es war für mich wirklich ein Game Changer, als ich diese Lichterkette dort aufgehalten habe, weil sie mir abends immer sehr hilft, wirklich noch mich gemütlich zu fühlen, ohne direkt mein Licht groß anzumachen. Ohne was ich definitiv auch nicht leben könnte, sind meine ganzen Musik-Playlists. Ich benutze Musik, um mich zu motivieren, um mich zu entspannen, um mich wohlzufühlen, um mich aufzuheitern. Eigentlich benutze ich Musik für alle möglichen Gefühle und Gemütszustände, wenn man das so nennen kann. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die verschiedene Playlists haben, für verschiedene Stimmungen und Launen und Gefühlen. Aber Musik hilft mir vor allem auch, morgens richtig wach zu werden, mich immer zu motivieren und gute Laune zu haben. Ich glaube, das ist wirklich so die Hauptsache bei mir. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei dir ist. Die nächste Sache, über die ich sehr froh bin, dass ich sie habe, ist, beziehungsweise sind die Notizen auf meinem Handy, also die Notiz-App auf meinem Handy. Es hilft mir einfach sehr, Gedanken und Ideen schnell und unkompliziert festzuhalten. Also falls ich gerade irgendwas in meinem Kopf habe, was ich gerne festhalten möchte und aufschreiben möchte, kann ich das ganz schnell da drin machen in meinen Notizen und ich habe da verschiedene Ordner, wie zum Beispiel YouTube, Podcast, Ideen, Gedichte, was habe ich noch? Ja, Tagebuch, Instagram, Kreativität und ich habe auch vorhin mein Videoskript für dieses Video hier in den Notizen geschrieben. Also wie man merkt, ja, ich brauche diese Notizen wirklich und verstaue dort sehr viele meiner Gedanken. Die 10. Sache, ohne die ich nicht leben könnte, ist auf jeden Fall mein Tagebuch, dieses hier. Ich glaube, es gibt so ein bisschen dieses Klischee, dass nur kleine Mädchen Tagebuch schreiben, aber ich mittlerweile 15 Jahre alt, also immer noch ziemlich jung, aber auch nicht mehr so jung und schreibe immer noch regelmäßig Tagebuch. Und ich muss sagen, es hilft mir wirklich sehr für meine mentale Gesundheit, für meine Gedanken, für meinen Kopf, für mein Leben. Also ich schreibe nicht immer Tagebuch genau in dieses Buch hier, sondern ich schreibe auch da auf meinem Handy Tagebuch und sammle dort meine Gedanken und Ideen und Gefühle über den Tag. Aber ich glaube generell, dass man sich mal Gedanken darüber macht und diese Gedanken auch festhält dann, ist eine ziemlich coole Idee. Vor allem halt auch zurückblickend dann zu gucken, wie hat man vielleicht früher gedacht, worüber man sich damals Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen. Ich glaube, das ist auch so, ja, aus nostalgischen Gründen ziemlich wertvoll. Und zum Thema Tagebuch schreiben habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Also falls dich das Thema interessiert, dann guck gerne mal in die Infobox vorbei. Ich werde es dort für dich verlinken. Und irgendwie ist jetzt gerade schon mega dunkel geworden hier. Ja, das war es auch schon mit dem heutigen Video, mit meinen 10 Sachen, die ich nicht mehr leben könnte, beziehungsweise nicht mehr leben möchte. Ich glaube, das ist ein schöner Annahme. Schreib mir doch gerne mal einige Sachen, die du nicht mehr leben könntest in die Kommentare. Ist bestimmt auch sehr spannend zu sehen, wie das für andere Menschen so ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.